Der Krämerwirt in Straßwalchen hat eine lange Geschichte. In zweiter Generation und mit nur 19 Jahren übernahm Maria Breiner das Wirtshaus. Zu dieser Zeit bestand der Betrieb aus einem Gastzimmer mit 3 Tischen und einer kleinen Landwirtschaft. Ich bin in den Wirtshaus auf die Welt gekommen und habe eigentlich wirklich alles, jede Situation und jede Entwicklung miterlebt. Ja. Und habe halt dann wirklich mit einem weinenden Auge das sehen müssen, dass das Wirtshaus nicht mehr Wirtshaus ist. Wir haben zwar ein sehr gut gehendes Lokal, keine Frage, aber das hat sich zu 180 Grad gedreht. Das klassische Dorfwirtshaus wurde zum feinen Restaurant. Die Jugend trifft sich in Diskos oder in Vereinshäusern. Und die Pensionisten sind beim Sporteln auf der Piste. Gründe für das Aussterben des Wirtshauses gibt es viele. Sicher ist aber, dass das Dorfwirtshaus ein Treffpunkt für alle war. Es geht Kultur verloren bei uns damit, weil ja der Austausch unter die verschiedenen Leute nicht mehr so stattfindet und der Zusammenhalt auch nicht mehr so stattfindet. Wir sind in dem Dorf, wir sind in dem Ort, wir sind da beieinander. Also das ist also ein ganz wichtiger Teil unserer Kultur. Wie der Abend zeigt, ist der Zusammenhalt in Straßwalchen aber nach wie vor gegeben und findet sich auch unter den Straßwalchner Wirten wieder. Ich bin gespannt, weil ich meine, so ein Buch schreiben, ich meine, sie hat viel erlebt. Ich meine, sie ist 50 Jahre oder was im Gastgewerbe, sie ist da aufgewachsen. Und ich wünsche ihr auf alle Fälle für das Buch alles Gute und bin wirklich gespannt, was geschrieben ist oder was alles drin steht. Maria Breiner war von Anfang an mit dabei. Das Gitterbett stand im Schlafzimmer, die Gehschule jedoch stand in der Küche. Und wie für ein Wirtshaus üblich, diente die Küche tagsüber auch als Gastzimmer. Mittlerweile ist Maria Breiner in Pension und kann mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf ihr Wirtinnendasein zurückblicken. Manche Gäste wurden dabei auch untrennbar verbunden mit dem Schicksal der Familie. Es war der 26. November 1958. Ein ganz normaler Wirtshaustag. Die Stammgäste saßen wie immer in der Küche. Es ist mir aufgefallen, dass meine Mama immer in kurzen Abständen von der Küche ins Schlafzimmer rannte. Es dauerte nicht lange, da kam unser damaliger Hausarzt Dr. Dämpfer. Jedoch, es kam jede Hilfe zu spät. Mein Vater hatte einen Hinterwandinfarkt. Unter unseren Gästen war ein Baupolier aus Kärnten, der das schreckliche Ereignis natürlich miterlebt hat. Er sagte zu mir, um mich abzulenken, ich gehe jetzt zum Auto und bringe dir einen Hula-Hoop-Reifen. Mit den Gästen teilt man traurige, aber auch lustige Erinnerungen. So wie die Geschichte vom durstigen David und dem ahnungslosen Franz. Kurz zusammengefasst, der erste und der letzte Schluck für David, alles dazwischen für Franz. David bestellte sich wieder und wieder ein Achterl. Er war so ins Gespräch mit den anderen Gästen vertieft, dass er überhaupt nicht bemerkte, dass der Franz neben ihm betrunkener wurde und das Ganze auf seine Kosten. Dem Franz gefiel's und er bemerkte, das wird ein billiger Rausch. Es wäre ja kein Problem gewesen, wäre nicht die Rechnung für David am Ende so hoch gewesen. Es waren 13 Achterl Wein zu bezahlen und David war fast nüchtern. Ein Wirtshauskind im Wandel ist ein persönliches Buch mit lustigen Anekdoten, einem Einblick in die Wirtshausküche und einem Rückblick über das Leben am Land.